Hallo zum dritten Meditations-Adventskalendertag. Heute das letzte Mal zum Thema, wie kann ich sitzen? Ich hatte ja schon zunächst die drei Möglichkeiten, wie man mit Kissen sitzen kann, dargestellt. Bin kurz eingegangen auf den Lotussitz. Das hier ist eine Meditationsbank. Diese Meditationsbank ist insbesondere dann sehr angenehm, wenn man vielleicht etwas Probleme mit den Knien hat. Und die Idee dahinter ist, dass man sich so draufsetzt, dass wirklich das ganze Gewicht jetzt hier auf den Gesäßhöckern ist und nicht auf den Knien. Die Knie sollen entlastet sein. Auch hier wieder darauf achten, dass der Rücken leicht gekrümmt ist in seiner gesunden, stolzen Haltung. Die Hände hält man wieder vor den Bauchnabel. Dann wäre das eine weitere Möglichkeit. Das ist der sogenannte japanische Sitz. Und wer die Investition nicht unbedingt machen möchte, um das auszuprobieren, der kann auch einfach auf ein so dickes Kissen gehen und das einfach ausprobieren. Man setzt sich entweder, so wie ich es schon gezeigt hatte, einfach sehr weit vorne hin, oder um auch den japanischen Sitz zu machen, kommt das Kissen zwischen die Beine. So, und dann sitzt man auch sehr entspannt, das kann man hier ganz gut sehen, und kann sehr angenehm meditieren. Die Füße hinten möglichst eng beieinander, Handhaltung wieder in Höhe des Bauchnabels. Und so kann man auch wunderbar mal sitzen, gerade wenn man vielleicht ein mehrtägiges Retreat mal machen möchte, wäre das eine Möglichkeit, dass man ab und zu mal wechselt, gerade wenn es vielleicht Probleme mit den Knien gibt. So, das war es jetzt soweit zu den Möglichkeiten, wie man beim Meditieren sitzen kann. Und beim nächsten Mal geht es dann tatsächlich noch mal kurz um die Handhaltung, auf die ich dann eigens noch mal eingehen möchte.